Also es gibt dann Leute, die glauben das dann wirklich und leiten das dann, keine Ahnung, auf Social Media noch weiter. Lass uns gerne an deinen Gedanken teilhaben, was du darüber denkst. Alarm im Norden. Zum ersten Mal sind die Hälfte aller Kriminellen Ausländer. Also ich persönlich finde, dass es eher so in Richtung Fake News geht, weil das klingt schon so ein bisschen, als würde man die Ausländer gleich wegschieben, so, weil die Hälfte, es gibt ja auch Deutsche, die kriminell sind. Die Website ist todesdubios. Ja, noch nie gehört. Die Stimme der Mehrheit. Ich kann die überhaupt nicht einordnen und kenne die nicht. Und dann ist der News-Titel schon mit einer klaren Intention formuliert. Ich finde das dann schon so ein bisschen unfair gegenüber den Leuten. Wenn dann zum Beispiel sowas in der Schule mitgeteilt wird, dann denkt man direkt so, oh mein Gott, sind deine Eltern zum Beispiel diese kriminellen Leute? Und dann ist man dann halt so ein Außenseiter. Boah, es ist 2024. Das ist aktuell. 2015 hat jeder sowas gepostet, habe ich das Gefühl. Ich kann nicht einschätzen, inwieweit die Daten in diesem Einsatz richtig ausgewertet haben oder ob das falsch ist. Und deswegen finde ich jetzt, dass das eher Fake News sind und dass die so vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit haben wollen, weil die ja meinen, dass Ausländer immer so böse sind. Entscheid intuitiv, genauso wie die Leute, die sich das durchlesen würden. Vom Gefühl scheint es mir eher Fake zu sein. Ich sag, das Fake. Die Seite an sich, die gibt es. Es ist ja ein rechtspopulistisches Online-Medium. Ja. Gegründet ist unter anderem Julian Reichelt, der ja bei der Bild rausgeflogen ist dabei. Ja. Und es kommt jährlich, glaube ich, ein Polizeibericht, eine Polizeistatistik raus, wo im Grunde die Polizei über ihre Tätigkeiten berichtet. Und NIOS hat die Zahlen dort falsch interpretiert. Die haben falsch gerechnet einfach. Die haben das mittlerweile auch korrigiert, aber diese Meldung an sich kursiert halt so noch im Netz. Ja, was dann aber auch krass ist, es gibt dann Leute, die glauben das dann wirklich und leiten das dann, keine Ahnung, auf Social Media noch weiter. Habt ihr irgendwie so Strategien, wenn euch sowas mal in den Feed gespielt wird? Also ich glaube, bei uns ist nochmal Sondersituation, weil wir in die Richtung studieren und dann wäre schon das erste Ding, sich die Statistiken überhaupt mal anzugucken. Ich halte mich an die Öffentlich-Rechtlichen und bei Statistiken gibt es ja extra Institute dafür. Da brauche ich dann nicht so eine seltsame Seite, die das auswertet.